Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Elder Scrolls Weekly diese Woche. Wenn ihr das Video gestern noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch natürlich, das Video erstmal anzuschauen. Ansonsten hier noch kurz die Info, das Ganze habe ich zweigeteilt, weil meine Stimme, wie ihr wahrscheinlich auch noch hört, immer noch nicht bei 100% ist. Und daher wird es jetzt in diesem Video eben einzig und allein um die News gehen, die es in den letzten Wochen gab. Da waren nicht allzu viele, aber wenigstens vor einem Tag, mittlerweile vor anderthalb Tagen, kam eine richtig große Nachricht raus, denn der Game Director Matt Fierro hat über die Pläne für 2016 gesprochen und da gibt es doch eine Menge zu besprechen. Vorweg aber noch einmal kurz die Bitte an euch, weil ich es gestern vergessen hatte zu erwähnen. Ich bin mittlerweile mehr oder minder komplett aus vom Gameplay her, es ist mir komplett ausgegangen. Also wenn ihr da irgendetwas für mich habt, dann dürft ihr das gerne hochladen bei YouTube und mir dann einen entsprechenden Link dazu schicken. Am besten, wenn ihr das Video vorher auf nicht gelistet gestellt habt. Und dann kann ich das hier in den Videos verwenden. Ich weiß, dass ich da schon ein paar Anfragen auf YouTube und auch auf Facebook hatte, wie man das am besten macht. Einfach mal kurz in die Videobeschreibung gucken. Da steht eine kleine Anleitung dazu. Und dann mit etwas Glück und wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, irgendwann werdet ihr dann gefeatured hier in einem Video. Und für mich ist halt auch der Vorteil, dass ich dann Gameplay im Hintergrund zeigen kann, was nicht immer nur von einer Klasse oder wie in diesem Fall aus Skyrim ist. Aber damit jetzt genug der Vorrede, gehen wir mal zu den News über. Ich möchte das Ganze so ein bisschen strukturieren. Ich werde dann immer das Ganze in verschiedene Themenblöcke einteilen und dann auf diese einzelnen Blöcke eingehen und nicht auf alles nachher geballt. Und habe mir hier ähnlich dem Artikel das Ganze aufgeteilt in soziale Funktionen. Der Name ist von denen, ich bin mir noch nicht 100% sicher, warum die so heißen. Dann einmal die Spielerstufen, also die Level, dann die DLCs und Updates und dann noch, ja, leider ein Punkt, den man nicht anders betiteln kann als das Negative, denn es waren nicht nur positive Nachrichten dabei, es war auch bei zwei Nachrichten eine sehr große Enttäuschung dabei, muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Damit habe ich so nicht gerechnet, aber gut, ja, gehen wir da später drauf ein. Fangen wir erstmal bei den anderen Sachen an. Vorweg, das Ganze kommt, wie eben schon erwähnt, von Matt Fierro, der hat sich, also dem Game Director tatsächlich, einem der wichtigsten Leute bei ZeniMax, und der hat uns jetzt in seinem Brief, möchte das Ganze nennen, einen Einblick in die Pläne gegeben. Was ich hier sehr interessant finde, gleich direkt am Anfang, ist, dass er von, ja, angesichts der Millionen Spieler redet. Ist wortwörtliches Zitat. Und danach geht er auch nochmal darauf ein, auf eine sehr starke Spielerzahl. Es gibt immer noch keine offiziellen Zahlen. Ich weiß, ich werde auch öfters danach gefragt. Ich kann euch auch keine nennen, denn wenn ZeniMax keine rausgibt, habe ich erst recht keine. Aber das klingt doch schon mal sehr positiv. Und ich würde sagen, so 2-3 Millionen Spieler sind durchaus realistisch. Gerade nachdem auf der PlayStation 4 und Xbox One das Ganze doch sehr stark gestartet ist und ich glaube sogar mittlerweile in beiden Bereichen die PC-Version überholt hat. Aber das ist eine Spekulation, ich habe da auch keine exakten Zahlen. Nur so viel vorweg. Aber ich finde es trotzdem sehr interessant, dass eben Matt Fierro mal ein bisschen darauf eingeht. Ich würde mir wünschen, dass sie irgendwann tatsächlich mal Zahlen nennen würden. Aber man ist ja mittlerweile in einem MMO-Genre davon weggegangen, überhaupt Zahlen zu nennen, weil sonst wird man mit WoW verglichen und bei WoW kriegt man immer nur mit, oh Gott, die haben heute schon wieder so viele Spieler verloren und das Spiel geht in den Bach runter, die Welt geht unter und vielleicht sind die Leute deswegen so ein bisschen davon abgeneigt, das überhaupt zu machen, weil es kommt nichts Positives dabei rum. Dagegen können wir auf ein paar sehr positive Dinge in 2016 gespannt sein. Und da spricht Matt Fierro unter anderem über die sozialen Funktionen. Eine Sache, die hier gleich direkt am Anfang angesprochen wird, ist die Gruppensuche 2.0. Sie wird mit der Diebesgilde zusammen erscheinen, also im ersten Quartal diesen Jahres, das heißt innerhalb der nächsten 2 Monate wahrscheinlich. Und sie soll für eine schnellere und effizientere Gruppensuche, oder beziehungsweise ein schnelleres und effizienteres Zusammenfinden von Gruppen führen. Ich habe da auch in letzter Zeit diverse Male irgendwelche Anfragen bekommen. Was ist denn mit der Gruppensuche? Kannst du mir da irgendwelche Tipps geben, warum das nicht funktioniert? Ich finde nie eine Gruppe. Ich bin seit 2 Stunden in der Suche. Warum passiert da nichts? Und das zieht sich jetzt einfach wie ein roter Faden durch. Die Gruppensuche hat von Anfang an nicht besonders gut funktioniert und sie funktioniert immer noch nicht besonders gut. Obwohl da schon einige Änderungen daran vorgenommen wurden, dass zum Beispiel jetzt die Allianzbegrenzungen aufgehoben wurden und man auch mit Spielern andere Allianzen in diese Sachen geschmissen werden kann, dass da jetzt ein Scaling-System drin ist, das heißt man kann auch auf verschiedene Level da reingehen und eigentlich sollten da potenziell mehr oder minder alle Spieler als Gruppen möglich oder Gruppenmitglieder möglich sein, nur trotzdem funktioniert das Ganze nicht. Sie haben leider keine genauen Einblicke gegeben, was da eigentlich schief läuft, denn wie gesagt, von der reinen Logik her müssten so viele Gruppen sich dadurch zusammenfinden können und es klappt trotzdem nicht. Das wollen sie auf jeden Fall jetzt aber direkt am Anfang des Jahres in Angriff nehmen, denn das Zusammenspielen von Spielern, also
einer der Kernaspekte dieses Spiels oder eines jeden MMOs, muss nun mal funktionieren. Ansonsten haben das Spiel ein Riesenproblem. Für weitere Sachen, wie zum Beispiel zukünftige DLCs, wird es außerdem eine Levelskalierung geben. Das finde ich unter anderem sehr wichtig, denn die Entwickler möchten halt, dass wenn jemand das kauft, dass er nicht erst Maximallevel sein muss, um es dann überhaupt spielen zu können. Damit schließt man, wie ich es in der Vergangenheit auch schon oft erwähnt habe, auch eine potenzielle Käuferbasis aus. Es wäre herzlich dumm, wenn sie das tun würden. Daher, jeder zukünftige DLC wird eine Levelskalierung haben. Und wo wir gerade bei diesen kleinen Komfortfeatures sind, die es dann geben wird und ja auch schon zum Teil gibt, demnächst kommt noch eine weitere hinzu, und zwar für Konsolenspieler. Da wurde schon seit langem nach einem Textchat geschrien, denn aktuell gibt es da nur einen Sprachchat, was natürlich zu vielen Problemen führt, und deswegen wollen die da in naher Zukunft einen Textchat einführen. Er ist optional, ihr werdet also nicht gezwungen sein, ihn zu benutzen, und ich kann mir ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz vorstellen, wie das hundertprozentig funktionieren soll, denn mit dem Controller kann man nicht so gut irgendwelche Sachen eintippen. Aber gut, es ist optional vorhanden, man kann ja auch an der Xbox eine Tastatur anschließen, soweit ich weiß. Dann kann man das machen. Aber der Sprachchat bleibt natürlich auch bestehen. Das heißt, diese kleine Besonderheit der Konsolenversion bleibt euch auch erhalten. Ansonsten soll auch noch bei den sozialen Funktionen die Gilden so ein bisschen überarbeitet werden. Einerseits, was die Verwaltung deren angeht, und andererseits, was die Gildensuche angeht. Aktuell ist das Finden einer Gilde nicht so leicht. Man muss da viel im Chat schreiben, den es auf den Konsolen ja nicht gibt. Und ansonsten hat man da relativ schwierige Zeiten, wenn man eine Gilde sucht. Das soll demnächst deutlich einfacher werden. Das heißt, ja, es gab keine konkreten Pläne, da kommt man später noch zu. Aber ein ähnliches Interface wie bei der Gruppensuche, dass man vielleicht angibt, hier, ich bin eine PvE-Gilde, wir haben den und den Altersschnitt beispielsweise, wir suchen die und die Art von Spieler, viel Spieler, wenig Spieler und so weiter, würde da schon deutlich helfen. Allein schon, welche Allianz man ist, könnte ja auch mal hilfreich sein. Oder ob man eine Werwolf-Gilde ist. Fände ich aber noch cool. Und ansonsten sollen die Gilden auch einfacher zu verwalten sein, wenn man denn eine Gilde hat. Schadet auch nicht, denn aktuell funktioniert das auch nicht so hundertprozentig gut. In diesem Blog finde ich besonders interessant, natürlich, Gruppensuche ist ein absolutes Muss, kann man nicht anders sagen, muss unbedingt dahin. Textchat für Konsolen, okay. Ich bin kein Konsolenspieler, könnt ihr mir gerne sagen, ob das für euch so wichtig ist. Für mich klingt das jetzt nicht so wichtig, aber die Entwickler scheinen das als wichtig zu erachten. Was ich besonders wichtig finde hier dran, ist aber das mit der Levelskalierung. Denn für mich ist das halt einfach ein schöner Weg. Man muss nicht immer dieselben Questgebiete abklappern, sondern man kann dann zwischendurch einfach mal, wenn einem ein Gebiet gerade nicht liegt, wenn einem ein paar Level fehlen vielleicht, in die DLCs reinspringen, in zum Beispiel nach Orsinium springen oder zu den anderen DLCs, zu denen ich gleich noch komme. Und das gibt eine schöne Abwechslung zwischendurch. Und man muss auch einfach sagen, Orsinium ist qualitativ auch eines der besten Gebiete im Spiel. Und alleine deswegen lohnt es sich schon, dass man da eben mit jedem Level rein kann. Der zweite Block, auf den ich gerne eingehen würde, sind die Spielerstufen. Hier gibt es natürlich wieder die Nachricht, die Veteranenringe werden abgeschafft. Immer noch. Ja. Was das Ganze heißt, ist, dass Stufe 1 bis 50 komplett gleich bleiben, wie auch bisher. Das heißt, ganz normales Leveln, ganz normales Questen, keine Unterschiede. Und ab Stufe 50, dann ist man nämlich endlich mal Stufe 50 und nicht Veteranenrang 1, dann sammelt man nämlich Championpunkte. Ansonsten erhält man Fertigkeitspunkte und alles mögliche an Punkten, wie für Attribute beispielsweise, ganz normal wie gehabt, beispielsweise durch das Questen, nur eben kriegt man keine Level dazu, sondern sammelt stattdessen Champion-Punkte. Es gibt derzeit auch eine Obergrenze davon, man kann maximal 501 haben, wurde vor ein paar Monaten eingeführt, dass man eben auch nicht zu weit vorauseilen kann, es wurde ja auch eine Aufholmechanik eingebaut für Spieler, die neu auf die Veteranenringe gekommen sind. Und daher gibt es jetzt eben diese Obergrenze. Später wird sie allerdings wahrscheinlich noch erhöht, was ja auch irgendwo Sinn macht, denn irgendwann werden die Spieler 501 erreichen und wenn dann immer mehr Content hinzukommt, wollen diese Spieler natürlich ihren Charakter auch noch verbessern können. Macht ja Sinn und ist daher absolut sinnvoll. Ohnehin bin ich eh dafür, die Veteranenringe abzuschaffen. Ich halte das System immer noch für ziemlich mies und ja, ich hoffe dann, dass die Champion-Punkte da eine Abhilfe schaffen können. Der nächste große Block sind die DLCs und Updates. Und hier kommt der wichtigste Teil. Nicht der interessanteste, das ist leider bei den Negativen, der gleich noch kommt, aber zumindest der interessanteste. Allerdings wissen wir auch schon einiges darüber. Denn es wurde wieder verkündet, in Q1, also innerhalb der ersten 3 Monate in diesem Jahr, wird es die Diebesgilde als ersten DLC geben. Das heißt im Klartext, Anfang Februar wird es wahrscheinlich auf dem Testserver verfügbar sein und der Release ist dann vermutlich Mitte bis Ende Mai. März, natürlich, den anderen Monat mit M. Er soll, ich zitiere, neue Gameplay-Elemente und Geschichten enthalten.
was auch immer das heißen soll. Es gab nämlich noch keine konkreten Informationen dazu, was für Gameplay-Elemente tatsächlich drin sein sollen. Geschichten, ja okay, macht Sinn, dass man vielleicht die Diebesgilde nimmt als Geschichte und vielleicht mit Sithis und mit Mördern, Assassinen, Kopfgeld, irgendwie sowas, würde ja Sinn ergeben. Und es wird auch noch ein weiteres Update dazu geben, so wie die es in Zukunft jetzt immer machen wollen. Es gibt ein kostenloses Update und es gibt den DLC. Und zwar wird es hier die 64-Bit-Client-Unterstützung geben für den PC. Ja, für die Konsole nicht wirklich, aber für den PC. Ansonsten natürlich noch Bug-Ausmerzungen und Fehlerbehebungen und noch vieles mehr. Im zweiten Quartal steht dann die Dunkle Bruderschaft an. Es gibt hier noch keine konkreten Zeitpläne, wann genau sie dann auf dem Testserver erscheinen wird, aber da rechne ich dann tatsächlich mit Mai, um den Monat mal wieder aufgegriffen zu haben. Und es gibt aber Informationen dazu. Es wird sich nämlich um die Goldküste bei dem Gebiet drehen. Also es wird rund um die Städte Anvil und Quatsch spielen. Ja, der Name ist ungünstig im Deutschen. Na gut, hier wird es auch wieder neue Gameplay-Elemente und Geschichten geben, wie sie ja gerne mal betonen, ohne auf konkrete Dinge einzugehen. Aber es gibt auch schon für Pläne für Q3 und Q4 in diesem Jahr. Denn wir werden ja die 4 DLCs in diesem Jahr wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich erleben. Sie sind in Arbeit. Aber dazu möchten sie noch nichts sagen, denn zunächst möchten sie sich erstmal auf die Diebesgilde konzentrieren. Es gibt auch noch weitere Funktionen, die mit diesen DLCs kommen werden. Weitere Komfort-Features möchte ich die mal nennen. Unter anderem den Scrolling Combat Text. Das sind, falls ihr das schon mal in anderen MMOs gesehen habt, so schwebende Zahlen für Schaden und Heilung, die dann um euer Ziel oder um euren Charakter herum schweben, damit man eben eine bessere Visualisierung hat, was überhaupt der eigene Charakter gerade macht, beziehungsweise was überhaupt gerade passiert. Damit man so ein bisschen mehr Feedback auf das Ganze bekommt. Viele Leute benutzen deswegen ja auch schon ohnehin Addons und das wollen sie dann einfach nativ im Spiel mit unterbringen. Das soll übrigens auch schon Anfang diesen Jahres kommen, nämlich mit dem Diebesgilden DLC, beziehungsweise dann natürlich mit dem kostenlosen Update dazu. Ansonsten soll der Charaktername über den Köpfen des Charakters angezeigt werden. Total wichtiges Feature auf jeden Fall. Vor allen Dingen wichtig aber für Konsolenspieler, weil da können sie dann den Charakternamen anzeigen lassen, anstatt ihrer PSN-ID oder auch des Xbox Live Gamer Tags. Ist da wahrscheinlich erheblich wichtiger, weil man die vielleicht nicht unbedingt preisgeben möchte für jeden, der in der Welt an einem vorbeiläuft. Später wird es auch noch weitere Funktionen geben und das muss ich einfach zitieren, wie die das hier geschrieben haben. Es soll einen Händler zur Charakterindividualisierung, mit Hilfe dessen ihr Geschlecht, Aussehen, Name und Ähnliches ändern könnt. Stellt euch dazu einfach einen Friseur vor, der als Nebenberuf Chirurg ist. Da gab es mal so einen Film mit Johnny Depp. An den muss ich jetzt die ganze Zeit denken. Ich fand den Film schlecht, weil es ein Musical ist und ich keine Musicals mag, aber an den muss ich trotzdem die ganze Zeit denken. Sweeney Todd, falls ihr euch den mal ansehen wollt. Ansonsten wurde auch noch das Housing kurz angesprochen. Hierzu gibt es allerdings nichts Neues. Es ist aber weiterhin geplant, steht definitiv auf deren Liste. In diesem Blog hatten wir jetzt nicht wirklich irgendwas Neues dabei. Klar, es ist interessant zu sehen, mit dem Friseurchirurg oder Chirurgfriseur oder Frisurg, wie auch immer man den dann nennen möchte. Ist natürlich interessant, dass der dann kommt. Brauche ich nicht unbedingt, aber ich sehe das als deutliches Komfortfeature. Die Frage ist dann halt, wie das Ganze implementiert wird. Es kann natürlich sein, dass das Ganze dann über den Kronenshop mitgesteuert wird. Ist nun mal möglich und viele andere Spiele, fast jedes geht ja auch dahin, das so zu machen, dass man eben so großartige Änderungen nur durch echtes Geld machen kann. Es gibt aber keine konkreten Informationen darüber, das heißt bitte vor noch nicht aufregen. Das könnt ihr dann machen, wenn es tatsächlich rauskommt. Und ansonsten, ja, Scrolling Combat Text. Ich weiß nicht, ob ich das positiv erachten soll. Ich mochte eigentlich dieses sehr cleane, sehr schlichte UI von Teso und ich habe auch kein Add-on dafür, das mir eben diesen Scrolling Combat Text anzeigt. Ich finde diese ganzen Zahlen mittlerweile nur nervig und die bringen mich so ein bisschen aus der Atmosphäre raus, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das Ganze auch nur optional sein wird. Es gibt ja aktuell auch zum Beispiel die Möglichkeit, dass die Gegner mehr oder weniger oder gar nicht rot aufleuchten, wenn sie zum Beispiel feindlich gesinnt sind. Und ich denke, dass die etwas Ähnliches hier machen werden. Ja, bei den DLCs gab es halt nicht wirklich was Neues. Wir wissen, dass die Diebesgilde kommt, wir wissen, dass die Dunkle Bruderschaft kommt. Interessant für mich ist allerdings, dass Anfang Februar schon auf dem Testserver die Diebesgilde verfügbar sein wird. Ist für meine persönliche Zeitplanung ganz interessant. Ich meine, es kam ja, je nachdem wann ihr das Video jetzt seht, um diesen Zeitraum herum ein neues MMO raus mit dem Namen Blade and Soul, was ich mir definitiv anschauen werde. Und dann habe ich ungefähr 1,5 bis 2 Wochen Zeit und dann kommt auch schon die Diebesgilde auf dem Testserver. Dann kann ich mir das Ganze zeitlich ein bisschen besser einplanen, denn irgendwann steht ja noch Black Desert an. Verweis auf ein früheres Video in diesem Jahr. Und jetzt habe ich auch lange genug um den heißen Brei herumgeredet, denn auf eine Sache muss ich unbedingt noch eingehen. Und das ist leider etwas sehr Negatives. Es sind sogar mehrere Sachen, muss ich leider sagen. Und die erste davon ist, dass die PvP-Komponente des Rechtssystems komplett gecancelt wurde. Es wird sie niemals geben.
Mittlerweile hat man uns so ein bisschen durchblicken lassen, dass viele Spieler im Forum und auch insgesamt irgendwo Feedback gegeben haben, dass da doch echt Vorbehalte gegenüber dieses Systems sind. Und auch die Entwickler sehen es so, dass es echt schwierig sei, diese Funktion spaßbringend zu gestalten. Das heißt, viele Leute könnten hingehen und versuchen, das Ganze zu exploiten, also das Ganze auszunutzen und daraus irgendeinen Vorteil zu ziehen oder, was schlimmer wäre, anderen Leuten die Spielerfahrung damit zu ruinieren. Und aus dem Grund haben sich die Entwickler eben dazu entschieden, dass für sie die Nachteile überwiegen und die haben das komplett gecancelt. Das heißt, PvP wird es auch in Zukunft nur in den PvP-Gebieten Cyrodiil und der Kaiserstadt geben. Finde ich furchtbar. Ehrlich gesagt, ich hatte mich total auf dieses Feature gefreut. Ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass mit der Diebesgilde der zweite Teil des Rechtssystems kommen würde, weil sie ja auch schon seit Einführung des Rechtssystems davon geredet haben, dass sie das eben haben wollen. Und jetzt diesen Rückzieher zu machen, finde ich doch ein wenig seltsam. Und ja, ich bin eben, wie gesagt, sehr davon enttäuscht, weil ich halt endlich mal auf eine Open-World-PvP-Situation gehofft hatte. Aber die wird es jetzt definitiv nicht geben. Leider. Aber ansonsten haben sie auch noch andere Sachen zum PvP gesagt. Warum das hier bei Negativen steht, bin ich mir nicht ganz sicher, aber okay. Denn die Performance ist zwar weiterhin schlecht, aber sie ist mittlerweile ein sehr großer Punkt auf der Liste und soll unbedingt verbessert werden. Das Problem an der Sache ist halt, dass Änderungen nur auf den Live-Servern getestet werden können. Also sie haben uns hier so ein paar kleine Einblicke in die Entwicklung gegeben. Sie haben schon in den vergangenen Monaten viel rumexperimentiert, zum Beispiel mit der Serverphysik und da irgendwelche Umstrukturierungen getestet und auch weitere kleine Implementierungen und Optimierungen eingeführt, die zu minimalen Verbesserungen geführt haben, die aber das Problem noch nicht gelöst haben. Im PvP, falls ihr das nicht so oft gespielt habt, so wie ich, dann habt ihr vielleicht mitbekommen, dass Leute sich andauernd darüber beschweren, dass alles nicht responsive genug ist. Das heißt, man drückt irgendwas und hat eine enorme Eingabeverzögerung, sei es nur 1-2 Sekunden, was ja schon viel zu viel ist, gerade in einer 1 gegen 1 oder in einer Kampfsituation allgemein. Und das soll auf jeden Fall verbessert werden, dass der ganze Serverstruktur da besser funktioniert, dass man auch nicht ständig rausgeschmissen wird, dass man nicht ständig Lags hat in großen Massenschlachten. Daran arbeiten sie definitiv. Eine weitere Sache, die hier auch noch in diese Kategorie fällt, und dann kommen wir wieder zu was kleinem Positivem, ist leider das Zauberweben. Das wird es 2016 nicht geben. Die Entwickler finden immer noch, dass es eine tolle Idee ist, dass es ein spaßiges und interessantes System ist, aber es ist schlichtweg zu aufwendig und zu komplex, um es mal ebenso nebenbei einzuführen, und daher haben sie es auf unbestimmte Zeit verschoben. Sie wollen es unbedingt drin haben, das haben sie mehrfach betont, aber wahrscheinlich nicht, definitiv nicht, 2016, also frühestens 2017. Das waren eigentlich die wichtigsten Sachen, die genannt wurden. Es gab allerdings noch einen kleinen Nebensatz, der mich doch sehr aufhorchen lässt. Und den möchte ich euch auch einmal kurz vorlesen. Unter anderem arbeiten sie an einer grundlegenden Änderung, wie die einzelnen Zonen in der Welt Spielerstufen betrachten. Ich weiß nicht, ob das aus Versehen rausgerutscht ist, aber für mich klingt das doch sehr nach einem System, wie man jetzt mit dem Leveling-System bei zum Beispiel Orsinium agiert. Das heißt, GW2 lässt oder Guild Wars 2 lässt so ein bisschen grüßen, ne? Das heißt, man könnte irgendwann dazu übergehen, dass jedes Gebiet mit jedem Level spielbar wäre. Ich weiß nicht, ob das in der Aussage irgendwie mit drin steckt oder ob das in den Gedanken der Entwickler irgendwie eine Rolle spielt. Ich fände persönlich die Idee sehr interessant. Aber gut, dazu werden wir wahrscheinlich auch im Laufe des Jahres dann irgendwann mehr erfahren, wie so zu vielen anderen Themen auch. Das nächste steht ja auf jeden Fall jetzt mit dem Diebesgilden-DLC auf dem PTS an. Und da können wir uns in den nächsten Wochen auf einige Informationen freuen. Und damit war es das auch für diese News-Ausgabe von Elder Scrolls Weekly. Und wenn ich jetzt auf die Minutenzahl schaue, war es definitiv eine gute Idee, das Ganze aufzutrennen. Das hätte ich wahrscheinlich nie im Leben hochgeladen bekommen in einem Stück. Sind ja beide knappe 20 Minuten lang. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn ihr den anderen Teil mit der Diskussion noch nicht gesehen habt, bitte das andere Video ansehen und euch da rege dran beteiligen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.